komm zu mir. Hier haben wir ein frisches Mikrofon für dich. Das ist aber nicht ein Mikrofon. Guten ist Morgen, das auch Bob. Anders Mikrofon? Hallo, hallo? Ja, ich glaube. Hört ihr mich? Ja. Das ist sehr gut, wir sind drauf. Hallo, guten Morgen, Bob. Guten Morgen. Ja, du siehst viel frischer aus als wir. Also wenn ich mir hier die Fracks da drüben angucke. Bitte, was? Bitte? Das ist die Beleuchtung, Bob, das ist immer so. Ja, ich glaube, bist hier ich frisch ausgeschlafen, bist gerade aus dem Urlaub gekommen, stehst hier 2 Minuten sofort. Ja. Ist der Glanz der Lolita, aber. Ja, stimmt, ist eigentlich auch richtig. Auch wir sehen gebraucht aus. Sehr schön. Ja, willkommen. Das ist übrigens der Quotenjugendliche, auch Quote genannt. Und dieser Mann ist seit vielen Jahren meine Assistenz bei der Plattenauktion, die eigentlich immer einmal im Monat, immer am ersten Dienstag stattfindet, wenn wir sowas stattfinden lassen dürfen, können, mögen. Und wie lange ist es? Ich habe probiert nachzugucken. 2012, 2013? Ich weiß es nicht. Es ist schon, es ist eigentlich unser ältester Programmpunkt. Das muss eigentlich noch älter sein. Ich glaube aber, dass die am Anfang, warst du von Anfang an dabei? Ich glaube nicht. Also als Gast, ne? Bin ich sehr, sehr früh dabei. Da kann okay. Ich auch, hier habe ich direkt was mitgebracht. Oh, hier. Ist zwar jetzt nicht so schön und nicht so alt wie von was wir eben gerade gesehen haben von dir, aber ich habe hier durch Zufall, sind mir gestern ein paar Kisten in die Hand gekommen und habe hier 2 Sachen mitgebracht. Und zwar haben wir zum einen mal hier einen Flyer von 2006. Ja. Entschuldigung, ist ein hervorragender Scherz. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da richtig sind. Kann man das sehen? Zu eng wird unscharf. Keine Ahnung. Geht? Super. Wunderbar. Und wenn man hinten drauf schaut, oben, direkt oben halt, dann Top oder Bob. Ah ja, gleich das Erste. Aber ein Jahresdatum haben wir natürlich wieder doch, nicht. Doch. 2006, April 2006. 2006, steht da drauf. Okay. Also 2006 gab es auf jeden Fall schon die Plattenauktion. Ja, ja, das gibt es auch schon. Ich bin noch dabei. Und hier habe ich noch einen von April 2003. Oh. Wo auch die Plattenbörse ist. Die Plattenbörse noch, da sind noch die Dienstage oder die Mittwoche in dem Zeitraum ja auch mehrfach belegt worden. Da gab es ja jede Woche Spaß und sowas. Ja, ja, also hier ja, nicht. Ja. Aber. Wirklich wahr. Tatsächlich, der ist von. April 2003, der ist fast 18 Jahre alt, der Flyer. Also die Plattenauktion gibt es schon mal mindestens 18 genau, Jahre. Also ich gehe auf jeden Fall mindestens wahrscheinlich so lange schon hin, die gibt es wahrscheinlich sogar noch länger. Ja, das könnte sogar sein. Stimmt, ja. Da hatten wir dann dieses verrückte Programm, immer dienstags gab es so ein seltsames, da hatten wir dann Bingo, wir hatten die Tonträgerauktion. Große Preis. Der große Preis. Haare und schneiden. Härchen gesucht. Ja, genau. Härchen gesucht war, wir hatten immer Monchichi, unseren Friseur hier, und der hat dann Gästen beim Biertrinken die Haare geschnitten auf Wunsch. Ich habe da gestern auch geguckt, ich kann mich da noch sehr genau an den Flyer erinnern, halt. Der war auch sehr groß und schön gemacht irgendwie. Da dürfte man doch Haare schneiden. Karaoke gab es da auch noch, ne? Ja, Karaoke gab es auch, genau. Genau. Karaoke. Ja, und die habe ich halt noch gesucht, habe ich leider nicht gefunden. Doch, wir gestern. Haben den auch irgendwo, haben wir den in deinen Flyer-Wust-Bildern, gibt es glaube ich irgendwo. Bestimmt. Aber da war hier noch richtig, wusstest du, das einen Tag, da ist immer Show. Da ist immer, ja, immer irgendwie war es immer krank. Die große Samstagabend-Show bloß unter der Woche. Ja, sind nicht viele Leute hingegangen, aber es war immer lustig. Ja. Also für die wenigen, die da waren, war es auf jeden Fall prima. Und ich kann mich auch noch erinnern, irgendwie auch Bekannte von mir, mit denen ich halt dann unter der Woche, die dann keine Zeiten oder sowas, aber für die Plattenauktion war immer Zeit, da ist man dann immer mit 3, 4, 5 Leuten hingegangen irgendwie, das war immer fest und dann stand mir auch manchmal vor und dann, wie ist nicht mehr, weil manchmal ist ja dann der Tag geändert worden, dann ist es mal kurz vom Programm verschwunden irgendwie und dann, ich glaube es war ja Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann war es wieder Dienstag oder so, das ist immer mal gewandert. Ja, das hat mal ein bisschen, ist mal kurz gewandert. Aber da kann ich mich noch dran erinnern, dass man immer hingegangen ist und stand einfach vor der Tür, oh nee, heute ist nicht, oh ist ja doof. Ja, gut, das kann natürlich hier immer passieren, weil wir ja immer spontan Ja. Und da gab es ja noch kein Internet da damals. Schon, ich sehe ja schon, da ist ja schon wieder jemand. Wir haben schon wieder überzogen. Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Nein, alles entspannt. Puh, Glück gehabt. Jetzt wurde ich nervös. Man merkt, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 20 Minuten. Wo man wieder bei der Samstagabendunterhaltung ist. Richtig.
Ja, ohne diesen Mann, der so blitzschnell dann immer die Platten ausrechnet, die Gelder jongliert, wäre die Plattenauktion fast nicht möglich. Aber wir hätten dann noch einen Ersatzkollegen, den kommt dann später nochmal ins Bild, der auch in Notfällen immer wieder hilfsbereit zur Seite steht und auch das ermöglicht. Das ist halt die alte Kassenfeder hinten, ja, also, genau. Die da im Dunkeln steht und nur so über einen Schein. Weißt du, wann das losging? 2000? Nee, 2003 hatten wir schon Flyer. Also ich denke, also gut, weiß keiner, ist aber auch egal. Nicht. Ich gehe hier seit 99 hin, bin vorher nicht so auf das Programm aufmerksam gewesen, war eher früher Armgänger, aber nicht wegen Techno, sondern wegen Rap und Konzerte und Stereo-Mischen und bin dann irgendwie dann hier auch hängen geblieben, ein paar Jahre später. Und dann ist die Plattenauktion natürlich so. Ja. Wir hatten auch schon die ganze Zeit überlegt, ob man so eine Plattenauktion auch im Sommer vielleicht mal im Biergarten machen kann. Kann man leider nicht. Es wird irgendwie nicht funktionieren. Man muss Platten schon mit einer ordentlichen Lautstärke spielen, damit Leute bieten. Also je lauter man es spielt, umso eher gehen die Gebote hoch. Das geht im Biergarten hinten gar nicht. Und wenn man das so in Flüsterlautstärke spielt, dann werden die Gebote so gering sein, dass keiner mehr seine Platten abgibt und deswegen implodiert dieses Format. Und da müssen wir leider warten, bis wir wieder drinnen spielen dürfen. Und dann ist wahrscheinlich erstmal Sommerpause? Dann ist es wahrscheinlich, naja, bis wir drin spielen. Ja, lass uns nicht. Lass uns nicht. Mal keine Prognose. Ja, und ich bin ja auch die Kassenfee Nummer 3. Wir hatten ja davor auch noch eine. Vor dem Herrn, der noch kommt, gab es ja, glaube ich, noch einen anderen Herrn, der das vorher gemacht hat, oder? Ich glaube, ganz am Anfang hat Thomas sogar gemacht. Thomas war, glaube ich, die erste Kassen. Du warst die allererste vor die Thomas. Erste. Okay. Oh, dann gab's. Sehr gut, sehr gut. Die erste und die dritte Kassenfehde steht dann sogar im Rahmen. Ja, herrlich. Jahrelang mit dir gemacht. Ja, ja, wir haben das Ewigkeiten durchgezogen. Wie bist du eigentlich drauf gekommen? Auf die Plattenauktion? Eigentlich war das, weil es notwendig war. Es ist einfach, es ist total notwendig. Es gab mal, es gab so eine Veranstaltung in einer eigentlich doch ganz anderen Formen, aber die hat mich auf die Idee gebracht, es so zu machen. Andere Gaststätte, eigentlich wurden da auch nur Platten verkauft, aber es war halt, dass da immer ein Mensch seine Plattensammlung verkaufte und das hatte irgendwie nicht das Gleiche und es war auch nicht unbedingt so unterhaltsam, weil meistens dann die Musik wirklich sehr gleich war und das Ganze fiel auch ein kleines bisschen mit dem, der es dann verkauft. Es konnte auch eine sehr troge Veranstaltung sein und ja, musste umgeändert werden. Und wahrscheinlich sind die Platten bei demjenigen dann auch nicht kaputt gemacht worden, so wie hier. Das ist auch richtig. Die Platten wurden, glaube ich, nicht zerstört, richtig. Ja, das ist natürlich immer das kleine Risiko. Also wenn man hier eine Platte mitbringt zu einer Plattenauktion, dann ist die Gefahr, dass man sie mit nach Hause nimmt, gleich null. Denn entweder, wenn man sie ins Rennen geworfen hat, wird sie versteigert, dann erhält man den kompletten Gewinn. Und ich mache das natürlich, oder wir machen das natürlich ehrenamtlich, weil wir Ehrenmänner sind. Oder die Platte wird zerstört, wenn kein Gebot kommt. Also dann hat sie es aber auch nicht verdient. Das ist nicht zu vergleichen mit Bücherverbrennung oder Ähnlichem. Nein, das ist was ganz anderes. Wir recyceln Rohstoffe. Und es sitzen ja dann auch 20, 30, 40 Leute, die darüber entscheiden, ob diese Platte noch einen Bestand in der Welt haben darf oder ob sie jetzt einfach mit den Games. Gut, wir können ja nicht jeden Menschen auf der Welt fragen. Aber die meisten Platten, die zerstört werden, haben es auch wirklich verdient. Wie die meisten Schränke mit Glaspyramiden zum Beispiel oder Häuser mit Wischtechnik außen. Oder es gibt so viele Sachen, die eigentlich nicht in diese Welt gehören. Glaube ich. Aber Geschmäcker sind ja auch verschieden. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen zu dogmatisch. Aber ich bin ja auch müde. Wie lange habe ich schon hinter mir? Lange. Du kannst wieder essen? Sehr gut. Mein Team. Und ausnahmsweise bin nicht ich gemeint, sondern der Lars. Die sind jetzt gleich wieder tippitoppi fit. Ja, was haben wir denn eigentlich noch zu berichten? Hatten wir nicht was? Wollten wir nicht eigentlich jetzt mal schnell Frau Völker? Das machen wir nachher, direkt vor dem Kulturtalk. Ja.
Auch können wir auch zweimal zeigen. Wenn wir schon mal Stars haben. Aber nein, lassen wir. Dann machen wir das nachher. Dann kommt das um Punkt 12, wer da noch ein bisschen mal sehen möchte. Wenn ihr euch kurz sammeln wollt, könnte ich noch mal ganz kurz die Spenden vorlesen, unbedingt, die bisher reingekommen sind. Denn da ist wieder einiges zusammengekommen. Der Kaiser, oder Dr. Kaiser, vielleicht der Kaiser, man weiß es nicht. Ronald. Vielen Dank für 10 Euro als kleine Unterstützung. Prinzessin Coronia, 3 Euro ein belegtes Brot mit Ei, bitte. Stepcom, 3 Euro gespendet, lieben Gruß. Pixelchaot, 10 Euro. The Real 19 Mark 71 hat gespendet, 20 Euro. Keep up the good life, thanks for the last 30 years. Okay. Der Rabbi hat gespendet, 25 Euro. Raymond 66 hat 10 Euro gespendet, viel Erfolg. Friedel, 15 Euro, bitte haltet weiter durch. Kalle Würsch hat 20 Euro gespendet. Lolita Racing Hamburg hat gespendet 25 Euro und 1 Cent. Großartige Show und weitermachen. Spinix hat 25 Euro gespendet. Bielinski 5 Euro. Fox hat 25 Euro. Danke Lolli, dass es dich gibt. Und jetzt gerade eben nochmal der gute Henrikus 22, 10 Euro. 10 Euro? 10 Euro. Macht bitte weiter. Vielen, 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 vielen Dank. Damit helft ihr uns auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge weiter. Wir sind eh ganz glücklich, was hier so schon zusammengekommen ist in unserem Stream. Und vielleicht muss ich es nochmal erwähnen, für alle, die später zugeschlagen haben, zugeschaltet haben, ihr könnt jetzt zuschlagen. Nein, mit einer Spende ab 35 Euro kann man dann als kleines Dankeschön ein Retter-T-Shirt verdienen. Und sich bei uns abholen. Die sehen immer ein kleines bisschen unterschiedlich aus. Viele sehen ungefähr so aus wie dieses. Manchmal steht Lolita Bar auch auf dem Rücken oder mal auf dem Ärmel. Alle sind Unikate. Alle sind handbedruckt. Und ja, ab 35 Euro, wenn ihr überhaupt eins haben wollt und eine Spende über 35 abgegeben habt, dann bitte einfach dazu sagen, dass ihr auch ein T-Shirt möchtet. Ansonsten kriegt's der Nächste. Nochmal danke. Wo du da gerade sagst und spenden, vielleicht kann man ja auch eine Spendenplattenauktion machen, wo die Leute dann halt vielleicht auch Platten spenden, die halt definitiv nicht kaputt gehen und der Gewinn geht komplett in den, ist komplett Spende. Ja, das könnte man machen, aber ich möchte auch das Thema Spenden nicht wirklich überziehen. Ich hoffe, dass wir, wenn wir es ja schaffen, dass wir wieder drin aufmachen können und die Plattenauktion drin wieder stattfinden kann, werden wir hoffentlich keine Spenden mehr brauchen, weil dann gibt es ja wieder. Aber man kann auch trotzdem zurückgeben, die Leute kommen hier seit 18 Jahren, du sammelst das Geld für sie ein und dann sagt man halt, ich möchte dem Bob was Gutes tun, anstatt dass ich mich hier einfach nur abschieße, gebe ich ihm jetzt noch eine schöne Platte oben drauf, die kann er hier für einen schönen Obolus verkaufen. Kann man bestimmt machen, aber halt wie gesagt, wenn wir es schaffen, wieder aufzumachen, dann hoffe ich, dass ich nie wieder nach irgendeiner Spende fragen muss. Denn das ist auch nicht wirklich leicht und macht auch nicht so richtig Spaß, nach Spenden zu betteln, aber es hilft gerade nicht so viel und ihr macht es mir auch ein bisschen leichter, weil ihr so nette Sachen dazu schreibt und dann habe ich nicht ganz so ein scheißiges Gefühl und auch dafür nochmal vielen Dank. Eine Sache, die eben gerade im Chat noch ganz heiß diskutiert worden ist, viele oder einige Leute fänden es ganz cool, einige dieser Fotos, dass man die eventuell auf Postkarten oder sogar auf Poster erwerben könnte. Schicke Idee eigentlich, ja. Könnte man mal weiter überlegen. Das ist ja, ihr wollt ja nur diese Fotos, wo ich mit diesen Mädels stehe. Ja, das sagen wir dir dann erst später, wenn wir sagen, wir machen das. Okay. Nee, aber eine Sache, wo wir mal am Ball bleiben könnten und wo man echt überlegen könnte, vielleicht so ein, zwei Motive auf eine Postkarte zu drucken, wäre bestimmt eine Möglichkeit. Wollt ihr die eher von den Bildern, wie schön es aussieht, oder wollt ihr eher von den Bildern, wie schlimm es aussieht? Übrigens, dieses Bild mit dieser Toilettenanlage in Blau, das war mal eine Werbung, die haben wir wirklich mal in der Zeitung geschaltet. Da haben wir mal ein schönes Foto, genau dieses Foto haben wir eigentlich genommen, nur noch Lolita Bar draufgeschrieben und das dann zack in die Printmedien gegeben. Und die Leute haben euch die Türen eingerannt? Nee, aber es war irgendwie witzig. War trotzdem, war schön, also es war irgendwie gut, irgendwie, und es war ehrlich. Es war ehrlich. Ehrlich genau. Trifft es, glaube ich, sehr gut, ja. Ja, ja.
Und dann gab es ja dieses 5 Jahre Kleinstadt-Posing zum 5. Geburtstag der Lolita-Bar. Und da haben wir dann das Klo das erste Mal umgebaut und das erste Mal modernisiert. Und da gab es dann zur Feier des Tages, zur Eröffnung des Klos, haben wir dann in den Klos aufgelegt. Eine Kloseite Ralf, eine ich, mit jeweils einem Plattenspieler. Und dann hatten wir da damals gab es diese blöde Wehrmachtsausstellungsdiskussion und da hatten wir dann die Wehrmachtsausstellung. Das war auch schön, den braunen Sumpf endlich trockengelegt. Das war das Motto unserer Kloparty. War auch schön. Aber es gibt generell, also in den ganzen Jahren, auch Brinkmann und Kopetzky, ihr habt einige verdammt gute Ideen auf Flyer gebracht. Also das muss ich euch sagen, das habt ihr wirklich drauf gehabt, immer. Ja, und natürlich auch Brinkmann und Kopetzky, ganz große Meister. Also ja. Was die jahrelang hier abgeliefert haben. Boah, also das sind also die ganzen, die sehr viele krass. Bunte Flyer auch fürs Abend gemacht haben, in dem ja. Comic-Stil mit diesen ganzen Plüschtieren und Tierchen. Und habt ihr nicht gesehen, also dieses ganze Layout, was man so vom Arm und von der Lolita-Bar noch kennt, noch eher noch ein bisschen aus früheren Tagen, was ihr hin und wieder auch wieder in diesen ganzen Flyern, die wir euch immer wieder mal senden, während den DJ-Sets aufploppen, das ist halt alles die Brinkmann und Kopetzky-Sachen und hat irgendwie immer einen relativ aktuellen Bezug oder oftmals einen ja. relativ aktuellen Bezug zu Themen, die einfach in der Zeit aktuell waren, ja. Richtig, auch zum Teil schön politisch, waren ein paar echt gute Knaller. Da sprichst dabei. Du was ein, ich finde ja die sehr politischen Flyer, die ihr gemacht habt, nicht von Brinkmann Kopetzky, sondern was war das, Dr. Wahl oder was ihr da gemacht habt damals auch? Oh ja, das war auch wo super. Mit den wo ihr dann selber dann irgendwie Situationen oder mit, also nicht gezeigt, sondern mit echten Menschen, diese Flyer, die fand ich richtig gut. Ja, da waren auch in der Unterführung paar, noch, wo man hier noch eine Unterführung genau, hatten. Ja, mit Harlem Rixe in der Unterführung, genau. Damals vor dem Bahnhof, als wir noch eine U-Bahn-Station hatten. Die habe ich auch noch alle zu Hause, das sind grandios. Ja, die sollte man nochmal auflegen. Ich glaube, die gibt es auch irgendwo, sind die heute bestimmt schon mal durchgelaufen im Laufe des Streams. Waren da bestimmt mal ein paar Bilderchen dabei. Auch eine Frage, die jetzt schon häufiger gekommen ist, auch wieder so ein bisschen off-topic. Sind einige dabei, wie vorhin der David from Kassel und jetzt auch der Henrikus, die gefragt haben, für dieses Retter-Shirt, geht es auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel 4-mal im Laufe des Abends 10 Euro, ich glaube, das ist noch ein bisschen das Arbeit. Das werden wir irgendwie hinkriegen, dass auch ihr einen Retter-Shirt bekommt. Wir recherchieren, müssen wir dann noch mal ein paar Tage Zeit geben. Genau, schreibt einfach nochmal dann auf jeden Fall mal eine, keine Ahnung, Facebook oder auf Instagram eine persönliche Nachricht, dass wir uns dann mit euch nochmal in Verbindung setzen können. Und nicht vor Dienstag mit uns rechnen. Muss man mal realistisch sein. So, wie sieht es denn eigentlich aus? Der Reverend hat noch ein paar Minuten Zeit. Der ist noch gar nicht dran. Gibt es denn noch irgendwelche Fragen? Haben wir euch schon tot genervt jetzt mit so ein bisschen viel Talk? Oder könnt ihr noch? Ihr könnt es wahrscheinlich besser als wir, denn nach müde kommt nämlich doof und ich bin jetzt da so ungefähr angelangt. Schon ein bisschen bei dämlich jetzt. Boah, ist aber jetzt eine Pause hier. Hau mal ein Video rein. Nee. Es gibt gerade mal eine Frage. Von wegen, wird es diesen Stream im Anschluss nochmal zu sehen geben? Nein. Auf Twitch oder auf YouTube? Da müssen wir nochmal kurz erzählen, das können wir nicht machen. Wir haben die Musikrechte nicht. Es ist grenzt schon an ein Wunder, dass uns Twitch so lange streamen lässt mit DJ-Sets. Das geht aber nur, wenn wir sofort nach Beenden dieses Streams die Videos auch wieder aus dem Netz rausnehmen. Das hat einfach mit den Musikrechten zu tun und das müssen wir ja beherzigen. Was wir aber versuchen werden oder was ich versuchen kann, ist einzelne Teile, Interviewteile rauszufiltern, die wir euch dann vielleicht in kleinen Happen auf unseren YouTube-Kanal stellen können. Das ist immerhin etwas. Ich fand zum Beispiel vorhin das Interview, was wir im Anschluss noch mit dem Schmeißer geführt haben, war ein großartiges Interview. Es hat echt Spaß gemacht und ich fand, da war echt Inhalt drin. Ja.
Nicht, dass das bei euch beiden jetzt nicht so ist. Nee, aber bei uns jetzt keinen Inhalt mehr. Wir brauchen auch gar keinen Inhalt. Ja, eben. Wir sehen einfach so gut aus. Wir stehen nur für Output. Wir sind total nur so Blubbermaschinchen. Damit die Leute was essen können. Dafür sehen wir super aus. Genau. Da können wir dann aber auf jeden Fall noch probieren, dass wir so das in Häppchen vielleicht auf unseren YouTube-Kanal bringen. Wird vielleicht Häppchen, irgendwie möglich sein. Essen. Ja. Häppchen. Ich brauche gar nicht mehr so. Ich möchte nochmal einen großen Dank auch nochmal aussprechen an alle, die uns hier diese schicken Videos geschickt haben. Das unter anderem Mr. Reverend Beatman mit seinen fantastischen 3 Stücken, die er für uns gemacht hat. Dann King Khan, der uns auch 3 Videos gegeben hat. Und dann natürlich Dead Horse Experience mit einem fantastischen Stück, was, glaube ich, wenige gesehen haben, weil es zu einer unmöglichen Zeit ungefähr 6:10 lief. Vielleicht sollten wir das, obwohl es ein trauriges Stück ist, aber es ist ein schönes Stück und es passt auch ganz gut in eine Morgenstimmung. Und es spielt draußen. Das heißt, man sieht Bilder von draußen. Und heute nach 16 Uhr ist noch Zeit, ein bisschen draußen durch die Sonne zu gehen. Bis dahin müsst ihr ja leider noch vor der Klotze hängen. Oder ihr nehmt euch irgendwie was mit und guckt dann weiter draußen unseren Stream. Können wir das haben? Dead Horse Experience? Yes. Und ganz zum Schluss, als allerletztes von unserem Stream, kommt noch ein irre schönes Stück. Ein irre schönes Stück. So, nochmal. Wir wurden gerade nach dem Spendenstand nochmal gefragt im Chat und da muss ich euch sagen, wir haben die 5000 Euro geknappt. Yes! Also, wenn wir jetzt diese Streamlabs-Geschichte nehmen, da haben wir jetzt 3.268 Euro und 1 Cent. Und auf Better Place kamen auch schon über 1.800 zusammen. Dementsprechend, wir sind gerade knapp über 5.000 Euro. Wir haben sie gerade geknackt. Yes. Ihr seid einfach der Wahnsinn. Wir wissen nicht, es plättet mich immer und immer wieder. Wahnsinn. Super. Super, super, super. Jetzt aber Filmchen raus. Ich sehe da noch eine Frage, die wir vielleicht noch. Da ist noch eine Frage? Ja. Ach, ihr seid aber hartnäckig seid ihr doch, ihrer Bauken. Darfst du ja gerne stellen. Genau, von Jakob Sanogo kommt die Frage: Was war die teuerste Platte bei der Plattenauktion? Oh, das ist gar nicht so leicht. Es muss so eine Jazzscheibe gewesen sein, denn die ging unheimlich oft mal durch die Decke. Und da gab es auch ein paar, die es wirklich wert waren. Aber ich nehme mal an. Ich kann mich an die ganzen Jazzplatten nicht mehr erinnern. Ich war da überhaupt nicht im Jazz unterwegs. Nehme und habe dann immer war sowas ausgeblendet. 35 Euro habe ich, glaube ich, in Erinnerung. Das gab es auf jeden Fall. Aber das die 20 ging, haben wir auch ein paar Mal geknackt. Ging drüber, glaube ich. Also das, ich nehme mal an, so um die 50 Euro. Ja, also ich weiß, dass wir haben irgendeine ist mal richtig hochgegangen, weil 2 Leute sich die unbedingt haben wollten. Das war auch, glaube ich, gar nichts Besonderes. Das war einfach nur so eine normale Hochschaukeln am Abend. Genau, so der kriegt nicht, der hat mir schon so viel weggekauft. Ich will so einmal eine haben, kann doch nicht sein. Ja. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal Joy Division Platten, die sind auf jeden Fall so für 25 weggegangen. Bei den Jazzplatten weiß ich auch, dass es über 30 gegangen ist, aber ich weiß es nicht mehr ganz konkret. Also nur eine Schätzfrage. Ich sag mal ein Fuffi. Ja. Ich sag, um drunter zu bleiben, dass ich nicht überreize, sag ich mal 40. Boah. Hab gewonnen. Habe jetzt beschlossen. So. Ja. Bin so ein Gewinnertyp. Okay, Film ab. Mal schnell weiter mit Musik. Ja. Film ab.